Jo Leute, was geht ab und willkommen auf dem Drop Nation Kanal. Heute geht es um den Reichweitentest. Falls ihr die ersten zwei Videos von der Suron Stormbee noch nicht gesehen habt, ich verlinke sie mal oben auf dem i oder am Ende des Videos. Und heute geht es um die Reichweite von der Stormbee. Deswegen viel Spaß mit dem Video und ab dafür. Ja, wie ihr hört, habe ich heute einen anderen Ton. Und das liegt daran, dass leider beim Akkuwechseln irgendwie was mit dem Audio Kabel nicht funktioniert hat. Deswegen haben wir leider nur die Windgeräusche von dem Motorrad gehört oder halt manchmal meine ganz undeutliche Sprache. Das war nämlich leider gar nicht gut und deswegen dachte ich mir, ich kommentiere das einfach ein bisschen nach, habe mir ein paar Dinge nochmal überlegt und die werden wir jetzt miteinander durchgehen. Wir sind auf jeden Fall mit 100% losgefahren und der Kilometerstand war bei 25 Kilometern. Also das Motorrad war wirklich nagelneu. Der Akku wurde nicht mal ein Ladezyklus schon mal leer gefahren. Das habe ich dann übernommen. Bevor ich es vergesse, auch nochmal vielen Dank an eMotor X, an den guten Daniel, der mir das Motorrad zur Verfügung gestellt hat, dass ich diese Videos drehen konnte. Und ich hoffe, euch gefällt es, dass ich auch mal andere Motorräder teste. Mich hat es auf jeden Fall auch sehr interessiert. Deswegen vielen Dank an dich, Daniel. Kuss geht raus. Wir sind gestartet also mit 100% Akku. Ich bin dann einfach mal losgefahren, erstmal noch im Eco-Modus, weil ihr müsst wissen, bei Elektromotorrädern ist dieser Anzug einfach wirklich wahnsinnig. Wir sprechen hier von dem Motorrad von 530 Newtonmeter. Das marschiert vorwärts, das könnt ihr euch nicht vorstellen, vor allem wenn ihr das erste Mal auf so einem Motorrad oben hockt. Ich persönlich fahre ja selber eine KTM EXC E-Freeride, ist ja auch ein Elektromotorrad. Also hatte ich schon mal so ein bisschen das Gefühl von einem Elektrofahrzeug am Motorrad, aber das war wirklich eine Hausnummer, was im Eco-Modus bei der Maschine schon abgeht. Und wie im ersten Teil vom Video habe ich mit dem Motorrad wirklich alles gemacht, sei es Beschleunigungen, sowas saugt natürlich den Motor extrem leer. Wir haben Wheelies gemacht, auf dem Feld unterwegs, auf so einem Acker. Wir haben also wirklich alles mitgenommen, sehr facettenreich gewesen und haben dadurch halt auch sehr viel testen können. Also mein erster Vergleich, da habe ich das erste Mal wieder drauf geschaut. Also da bin ich wirklich schon mehrmals beschleunigt in jedem Mode. Genau, und da waren wir bei 69% und sind 12 Kilometer weit gefahren. Hört sich nicht viel an, aber ihr müsst ihr wirklich sehen, dieses ständige Beschleunigen ist natürlich jetzt auch nicht, also das macht ja nicht jeder. Also das macht man vielleicht die ersten Male, um das einfach mal ein Gefühl zu bekommen. Da waren wir dann bei 16 Kilometern und 69% Restreichweite, also knapp 30% haben wir in der Zeit verloren. Danach ging es dann weiter an die Wheelies. Da bin ich auch ein paar Mal hoch und runter gefahren. Ist natürlich auch wieder Gas voll aufziehen, Gas zurück, langsamer werden, Gas wieder aufziehen, dass sie hochkommt. Nach dem Wheelie-Fahren hatten wir dann noch auf der Uhr 53%. Ich habe da jetzt leider nicht geschaut, wie viel Kilometer weit ich dann in der Zeit gefahren bin, aber das werden so grob nochmal so 5 bis 10 Kilometer gewesen sein. Das bedeutet also, dann sind wir so grob bei 20, 25 Kilometern gewesen und haben also sozusagen noch eine Restreichweite von ungefähr der Hälfte. Und man kann auf jeden Fall sagen, bis dahin habe ich das Motorrad nicht geschont. Das wurde wirklich gut benutzt von mir, gut am Gas gehalten. Das sind wirklich reelle Bedingungen, wie gesagt. Danach ging es bei mir ins Rohrach. Das ist bei uns die Hausstrecke. Bis dorthin war alles nur Landstraße und da bin ich wirklich Vollgas gefahren. Also die 100, 110 circa herum. Ich würde jetzt auch das Motorrad jetzt nicht unbedingt als Rasermotorrad sehen, aber im Verhältnis dafür, dass es immer noch eine 125er ist und 110 km/h fährt, ist es völlig in Ordnung, also super genial. Nach der normalen Landstraße, als ich dann oben angekommen bin, hatten wir dann noch 33% auf dem Tacho stehen und dann habe ich mir auch langsam gedacht, okay, bei einem Drittel von der Reichweite, da sollte man auf jeden Fall wieder Richtung Heimat antreten. Und das hat man auch dann deutlich gemerkt, wenn man einfach nicht so viel beschleunigen und dieses aggressive fährt, dann kommt man halt auch den Weg, den ich jetzt zurücklege, mit ein Drittel vom Akku, genauso wie den Weg, den ich davor gefahren bin, mit zwei Drittel Akkuverbrauch, dass ihr einfach mal so ein bisschen den Wert habt. Also 30 Kilometer sind wir mit zwei Drittel vom Akku her gefahren und ich habe das Motorrad ja wirklich nicht schonend bewegt. Genau, was ich auf jeden Fall auch noch berichten wollte, war auf jeden Fall, dass das Motorrad, bis es auf 10% kommt, keine spürbaren Leistungsverluste bemerkbar macht. Also ich bin das Motorrad gefühlt wie bei 100% genauso noch mit 20%
voller Leistung gefahren. Ich habe persönlich jetzt nicht spürbar merken können. Ab 10% hat sie auf jeden Fall runtergedrosselt. Finde ich auch völlig in Ordnung, weil ich glaube, in den untersten 10% möchte man dann eh nur noch nach Hause und nicht unbedingt jetzt noch in die Versuchung kommen, Vollgas zu geben. War für mich völlig also ausreichend. So, und jetzt stellt sich der ein oder andere nur noch die Frage, was hat man an den Kilometern zurückgelegt? Es waren 7%, mit denen ich angekommen bin, und mit den 7% 43 Kilometer zurückgelegt. Also ich bin mir sicher, dass man 45 auf jeden Fall schafft mit einer kompletten sportlichen Fahrweise, wenn man das Motorrad sparsam bewegt, nicht extrem heizt, aber auch nicht extrem langsam fährt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man auf jeden Fall 60 Kilometer schafft. Alles darüber wird dann eher zum sparsamen Fahren führen. Also das heißt, großteils Eco fahren, großteils in der Stadt fahren, dann ist es aber auch auf jeden Fall realistisch, 75 Kilometer weit zu kommen. Ist halt die Frage, ob man das möchte mit so einem Motorrad. Ist natürlich Geschmackssache und jedem selber überlassen. Ich kann euch nur empfehlen, es mal Probe zu fahren. Ich habe es persönlich jetzt beim Daniel gemacht. Vielen Dank nochmal an dich. Habe ihn natürlich auch nochmal unten verlinkt, falls ihr auf die Webseite kommen möchtet oder mit ihm telefonieren wollt. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Falls ihr mich unterstützen wollt, lasst mir super gerne ein Abo da. Das würde mir sehr, sehr weiterhelfen, falls ihr überhaupt bis hierhin geschaut habt. Auf jeden Fall bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Haut's rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.